seid auf dem Laubacher Wochenmarkt, den es ja im Großen und Ganzen eigentlich nur deinetwegen und wegen deines Mannes überhaupt wieder gibt. Der Wochenmarkt bestand aus 1 bis 2 Ständen ab und zu. Und das hat mir gar nicht gefallen, weil Laubach ist ja eine wunderschöne kleine Stadt. Deswegen haben wir uns rangemacht und haben uns damit beschäftigt, hier einen normalen Wochenmarkt aufzustellen. Du darfst jetzt mal ein Päuschen machen. Ehrlich, ich freue mich. Darf ich einen Glühwein mitnehmen? Wir bitten darum. Oh, herrlich, herrlich, wenn die Sonne jetzt noch scheint. Wir laden dich ein auf ein Verwöhnprogramm mit Massage, dass du richtig schön gepampert wirst. Oh, ich bin geplättet. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, so eine Kleinstadt wie Laubach, die braucht einfach einen Treffpunkt. Da müssen Menschen zusammenkommen können und das hat hier gefehlt in der Stadt. Man kann gut und regional einkaufen und das ist eben der andere Vorteil, den das Ganze noch hier hat. Und das verdanken wir der Irmi und ihrem Team. Da sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir das in Laubach endlich wieder haben. Unsere Irmi ist immer sehr auf unser Brot bedacht, muss ich sagen. Auf die Irmi. Durst macht dich. Du hast es dir sehr, sehr verdient und damit du jetzt hier in Ruhe sitzen bleiben kannst, müssten wir was machen. Oh, ich glaube, ihr müsstet mich entweder anschnallen oder du müsstest mich vertreten. Viele Zwiebeln oder wenig Zwiebeln? Viel Zwiebeln, bitte. Viel Zwiebeln, bitte. Gut, alles klar.